So, was seid ihr für zwei Hanswürste hier? Zwei, weißt du, so richtig schön. Mit einem Dialekt. Zwei. Wir machen gar nichts. Na dann. Oh, die Musik. Ist das die vom Kampfpalast? Nee, es ist, glaube ich, die vom Kampfgericht. Oder heißt es Kampfgericht überhaupt? Kampfdojo? Irgendwas in der Richtung. Ich finde es toll, dass die Musiken vom Battlefront hier, von der Kampfzone benutzt werden. Der Abt wartet auf dich. Das wird wahrscheinlich wieder ein krasser Kampf. Oh. Kurz mal die Atmosphäre zerstören. Oh Mann, nö, Leute, was ist denn das? Wieso reden schon wieder Pokémon mit mir? Es sind doch keine Leute in Verkleidung wie beim Hypno aus der siebten Gen im Supermarkt. Wurde ja auch schon mal die Theorie aufgestellt, dass es eigentlich nur Leute in Verkleidung sind. Ich bin Hiking. Hiking? Also wie so wandern, ne? Der ist ein Wanderer in Verkleidung. Das ist auch ein Wanderer. Genau wie ich zum Wanderer noch konvertiert werden sollte. Ihr wisst es doch noch. Was? Muss ich gegen die auch noch kämpfen oder wie? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich bekämpfe so viele Leute, wie ich bekämpfen muss. Wer ist vorne? Rafina. Nicht gerade die beste Idee. Komm, Flinch. Hey. Hoffentlich haben die jetzt nicht nur Geist-Pokémon. Und vor allem, wenn ich jetzt ihre Kämpfe miteinander machen muss, dann müsste Rafine immer wieder am Anfang da irgendwas machen, ey. Das wäre nicht so cool. Stimmt, die haben ja sonst auch immer Knuffenser gehabt. In dem Knuffenser-Turm waren auch viele Geistliche. Da ergibt das schon irgendwo Sinn, dass der jetzt die Ultrigarier hat. Das irrwitzige Glockenblume-Pokémon. Wow, good stuff. Ja, ich darf viele Leute bekämpfen. Die mir alle ihre Kette hinhalten. Warum musste ich denn Nein, keine bösen Wörter! Fotze! Keine bösen Wörter! Wer kennt das von euch? Oh. Wäre prinzipiell nicht mal schlecht! Ich hab ja Fassade! Kann ich bitte raus? Bitte, 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 bitte! Ja, vielen Dank! Hier kann ich wenigstens nicht verbrennen. Und ich habe mittlerweile nicht nur eine Feuerattacke. Oh. Aber wieso ist das denn nicht effektiv? Hä? Mensch. Wieso habe ich nach wie vor solche Probleme? Gut, ich könnte ja auch eine Wasserattacke nutzen, ja, aber Budgetin ist schon echt am Davonleveln mittlerweile. Und deswegen will ich es nicht ständig reinholen. Als One and Only Option. Was willst du? Ich habe keine Attacken, die du hast. Merkst du das nicht? Soll ich das Spiel schnell hacken und mir mehr als vier Attackenslots generieren? Oder was soll das? Ja, ich werde mir jetzt von jeder Attacke mal was nehmen, damit ich auch möglichst mit begrenzter Attacken wegkomme. Was wird das? Und wer hatte den Knirscher? Ja, richtig. Etwas, was ich nicht benutzen will hier. Wer hatte die Korallenbällchen? Ich benutze schon wieder viel zu viele Zitate aus irgendwelchen Serien oder YouTube-Videos. Da muss man sich eigentlich zurückhalten mit sowas, dass man das nicht zu frequentiert macht. Hättest du den Quit nicht früher machen können? King Kong, ey.
Muss ich jetzt gegen die beiden da unten dann auch noch ran? Die Zinn. Dixon. Dix in. Ja, nein, ich wollte Fassade. Oh, shit. Fassade ist an zweiter Position jetzt. Schade. Ja, das ist auch wieder. Was war das denn? Kommt jetzt mal ein Hypno? Vielleicht hat der Obermacker gleich das Hypno. Ja, das ist. Ich hätte eher sowas wie. Naja, Paralyse wäre eigentlich hinderlicher als eine Verbrennung, weil ich dann manchmal gar nicht angreife. Also ist okay. Brand ist eigentlich die ideale Statusveränderung, dass ich hier Fassade benutze. Mein Training ist doch falsch gelaufen. Nee, die kämpfen wirklich alle. Das ist ja voll Keul. Ja, das war Absicht. Damit es sich reimt. Voll Keul. Noctu haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Kann das sein? Oder wenn, dann ein einziges Mal. Entweder gar nicht oder nur ein einziges Mal vorher. Ja, mit Rafina war es das bald. Ich wusste ja nicht, dass die tatsächlich alle hintereinander ran wollen, ohne dass ich mal geheilt werde. Hätte ich jetzt einen blöden Lied gehabt, dann. Scheiße, ne? So gut war mein Lied ja auch gar nicht, wenn man bedenkt, dass da Geist-Pokémon am Anfang kamen. Und selbst wenn mein Lied dann gestorben wäre, wäre ja das Pokémon in zweiter Position ständig am Anfang gewesen. Ich habe ja nicht mal die Auswahl, was ich vorne haben will dann. Für den Fall, dass ich die Session nochmal nachspielen muss und die EP richtig verteilen will, wäre das sehr, sehr, sehr unpraktisch, dass ich dann alles mit dem Anfangs-Pokémon schaffen muss, ohne dass es drauf geht. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Das wäre ja auch sehr schlecht bei dieser Religion, die wahrscheinlich den Satanismus verabscheut. Das reicht. Nicht mal die Hälfte. Oh. Lange hast du durchgehalten, Amby-Diffel, aber leider nicht bis zum Ende. Dann wird jetzt wohl, sollte tatsächlich der obere Typ gegen mich kämpfen, wieder mal in Bambalin ran müssen. Ganz was Neues. Wieso bin ich schneller als ein Entoron? Ich habe ja schon gesagt, dass Magneton nicht unbedingt schnell ist. Was hat das Ding gemacht? Will kein Ninetales. Aha. Was konnte Bodyguard nochmal? Naja, ist so oder so schnell erledigt. Und darf ich mal nebenbei erwähnen, dass das hinter dem Kopf von Schafax, also dieses grüne Teil, wie soll ich das nennen? Das sieht wie eine Art Kapuze aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Folikon. Wenn man jetzt das Teil umdrehen würde, würde dann das Gesicht von Folikon zu sehen sein. Ich habe mal wieder eine blühende Fantasie. Darf ich hier? Nein. Oh! Congratulations! Ja, du hättest vielleicht auch mal einen Rechtschreibtest machen sollen. Also diese Musik habe ich hier noch nie gehört. Auch fünf Pokémon nur! Nachdem ich gegen fünf deiner Arschloch-Leute kämpfen musste. Ah, ich werde geheilt. Das finde ich aber voll krass. Das ist nett. Das ist sogar tatsächlich mal nett, dass ich hier geheilt werde nochmal. Wieso Lockduft? Wieso setzt du Lockduft ein? Verstehe ich nicht.
Das war leicht. Hey, endlich mal ein Pokémon, das mit Bujilin gleichzieht. Ach so, du hast immer noch ein Item, was ich nicht nehmen kann. Dann nutze ich dich ruhig mal wieder. Kommst du so auf 44, aber ich habe jetzt keine Lust, gegen Alpollo lange bestehen zu müssen. Deswegen schnell den Knirscher. Fünf Pokémon. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Kampf, bei dem so viele eingesetzt werden. Da hätte ich gleich wieder Mandelin nutzen können, aber. Nee, ich will ja variieren. Das ist es ja. Nicht, dass jetzt hier gleich noch Relaxo kommt oder sowas. Was könnte denn ein Geistlicher noch so für Pokémon einsetzen? Palimpalim, das wäre lustig. Palim! Palimpalim, ich bin doof und treff mich selber! Das ist so in etwa nachgespielt, wie wenn man jetzt einen Laden betritt und dann macht nein, da kommen jetzt hier die Küken und sind sozusagen das Geräusch, wenn man das Palimpalim hören würde. Wow. Altaria. Könnte ich schaffen. Nö. Wer darf dann abstauben? Hat der Tränke? Haha, hat der Tränke! Das weiß man vorher nicht. Nö, er benutzt keiner hier. Ich weiß, dass der Drachentyp dafür sorgt, dass es nicht so effektiv war. Nicht, dass das jetzt jemand sich gefragt hat. Und Noctowl. Ja, das haben wir. Ich will nicht übermütig klingen, aber das hätte ich vielleicht sogar ohne mich vorher heilen zu müssen schaffen können. Das war machbar mit meinem Team. Gab's in der letzten Session ein Game Over? Nee, ne? Und hier läuft das doch auch gut. Ich hatte in den beiden Arena-Kämpfen, also ich werte jetzt mal den dritten Kampf gegen den ersten Arena da auch als ein. Es war immer nur noch ein Pokémon übrig, aber war ja trotzdem immer machbar. Du bist der von Victini ausgewählte Partner. Ich erhalte einen Fire Orb. Dieser Orb. Er enthält Victinis Geist. Wenn du in Gefahr bist, dann wird dieser Orb Victini wissen lassen, dass du Hilfe brauchst. Du wirst viele starke Gegner herausfordern müssen ab jetzt. Nee, das musste ich auch vorher schon. Was ist denn das für eine dreiste Lüge? Ab jetzt musst du viele starke Trainer herausfordern. Das war vorher auch schon der Fall. Danke, dass du alles, was ich bisher erlebt habe, nicht als gefährlich ansiehst. Steht da? Moment, das wird nur ganz kurz. Ne, steht richtig da. Ich habe gerade was Falsches gelesen. Aber wir wollen dem Spiel ja keine Rechtschreibfehler unterstellen, wo keine sind. Warum steht hier eigentlich ein PC? Gibt es hier sonst noch irgendwas zu betrachten? Hier kann man nicht rein, oder? Nö. Sah so aus, dass man da rein kann. Kann man da vielleicht rein? Nö. Gut. Wo muss ich denn jetzt als nächstes hin überhaupt? Das war jetzt der Weg hierhin. Geht's hier weiter hoch? Nee. Ach, hier kann man... Nee, das ist auch noch... Oh! Hier kann man weiter durch... Ach so, verstehe. Ah, die waren... Ach klar, jetzt erinnere ich mich. Da waren ja zwei Leute im Weg, die mich nicht durchgelassen haben. Dann ergibt das Sinn. Ah. Ah, jetzt kann ich auch mal dein Item nehmen hier.
In letzter Zeit sehr häufig Protein und Schutz. Du greifst auch physisch an, deswegen darfst du.